Zack, da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. In dieser Folge lernst du, wie du dir weniger Gedanken machst und so mehr Zeit hast für die wichtigen Sachen im Leben. Es ist ganz normal, dass wir uns täglich den Kopf über allerlei Sachen zerbrechen. Über Sachen, die wir oft gar nicht kontrollieren können. Das Problem ist einfach, dass die Gedanken oft zu Stress führen können oder sogar zu Depressionen oder schlechtem Schlaf. Aber das Gute ist, wir können die Gedanken steuern und ich zeige euch in diesem Video ein paar Wege, wie ihr die Ängste verbannen könnt und viel relaxter durchs Leben gehen könnt. Im ersten Schritt müssen wir uns Gedanken machen, was sind wirklich unsere Ängste. Schnappt ihr ein Notizbuch oder eine Notiz-App und schreibt ihr alles auf, was dich stresst. Wenn du genau aufschreibst, was dich stresst, dann kannst du den grossen Brocken in ganz kleine Teile zerbrechen. Angenommen, das Meeting nächste Woche mit deinem Chef stresst dich extrem. Dann plan dir einfach Zeit ein, um dich auf das Meeting vorzubereiten. Weil wenn du gut vorbereitet bist, dann stresst es dich auch nicht mehr. Stress ist oft ein Produkt aus schlechter Planung. Wenn wir uns nur To-Dos aufschreiben, aber keinen Plan machen, wie wir die To-Dos abhökeln können, dann führt es zu Stress. Was ich sehr gerne mache, ist meine To-Dos im Kalender in ganz kleine Schritte aufteilen. Dadurch verpasse ich nie eine Deadline. Aber zum Teil wird auch das alles viel zu viel. Und jetzt habe ich euch ein paar Tipps, wie man den Stress einfach loswerden kann. Punkt 1, Meditation. Es gibt viele tolle Apps, wie zum Beispiel Headspace oder man holt sich professionelle Hilfe. Mindfulness Schweiz bietet ganz tolle Kurse an und ich habe mit ihnen ein Interview gemacht. Ich bin überzeugt, dass Achtsamkeit gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit mit Pandemie, mit den Massnahmen, die uns einschränken, eine besondere Wichtigkeit überkommt. Ich bin Janine Born. Ich bin Coach, Psychotherapeutin und Achtsamkeitslehrerin, Mindfulness-Trainerin. In meiner Funktion als Psychotherapeutin sehe ich im Moment so viele Menschen, die einsam sind, die unsicher sind. Angst, Depression ist am Zunehmen. Und in all dem innen kann uns die Achtsamkeit einfach eine Grundlage sein, gut mit uns selber in Kontakt zu sein und gut für uns zu sorgen. Und ja, auch Beziehungen zu pflegen, was ja auch ganz wichtig ist, Beziehungen auch auf Distanz zu pflegen, wenn wir schon nicht uns persönlich sehen dürfen. Wenn sich Menschen als Privatperson einfach so für sich selber für Achtsamkeit interessieren, dann ist es wichtig, dass sie das mit jemandem angehen, der wirklich fachlich versiert ist. Weil im Moment immer noch, und das ist einerseits etwas, was mich sehr freut, ist Achtsamkeit ein Hype. Und auf der anderen Seite, gerade weil es ein Hype ist, wird auch viel angeboten, was nicht hilfreich ist. Und wer da jemanden sucht, der wirklich selber Erfahrung hat, und das ist ganz entscheidend in diesem Bereich, dass man nicht einfach davon redet, theoretisch, sondern dass man selber eine fundierte Praxis hat. Und da gibt es den Verband Mindfulness Swiss. Und dort sind die Lehrpersonen, Achtsamkeitstrainerinnen, so in den verschiedenen Lebensfeldern, kann man dort finden mit ihren Angeboten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir Achtsamkeit in unseren Alltag integrieren können, wie wir das üben im Alltag. Achtsamkeit hat auch viel mit Sinnlichkeit zu tun, anwesend sein mit unserem Sinn. Das kann zum Beispiel sein, dass wir in die Natur rausgehen, dort mal bewusst schmecken, bewusst schauen, was um uns herum ist, ein oder zwei ganz bewussten Atemzug machen. Das kann aber auch sein, zum Beispiel, wenn ich mir einen Kaffee rauslasse, dass ich schaue, wie der Kaffee in die Tasse fließt.
was für ein Muster das gibt in der Tasse und dass ich ganz bewusst den Geschmack von diesem Kaffee wahrnehme und dann den ersten Schluck noch bewusst trinke. Weil häufig machen wir ja auch da ganz viel anders in den etwa 20 Sekunden, bis der Kaffee in der Tasse ist. Es gibt viele Möglichkeiten und die Einladung ist einfach, dass die neugierig darauf einlässt und da und dort mal fast ausprobieren. Weil Achtsamkeit ist nicht irgendetwas Theoretisches, sondern Achtsamkeit ist pure Erfahrung, die wir jeden Tag überall machen können. Wie ihr gesehen habt, ist Mindfulness ein sehr wichtiges Thema und ich werde sicher in einer anderen Folge noch tiefer darauf eingehen. Und ich weiss auch, es hat nicht jedes Geld, um so einen Kurs zu belegen. Darum habe ich euch hier einen einfachen Tipp zum Meditieren. Setz dich hin und schließ deine Augen. Atme 3 Sekunden ein, halte deinen Atem für weitere 3 Sekunden und atme 3 Sekunden aus. Das nennt man Triangel-Atemtechnik. Probier an nichts anderes zu denken und konzentriere dich nur auf deinen Atem. Wenn deine Gedanken abschweifen, komm einfach direkt wieder zurück und fühl, wie sich die Luft in deiner Lunge bewegt. Wenn du fertig bist, bleib noch 2-3 Minuten sitzen und nimm den Raum um dich wahr. Das Schöne an Meditation ist, man kann es ganz einfach in seinen Alltag integrieren. Eine weitere Möglichkeit, seinen Stress loszuwerden, ist, sich mit Freunden zu treffen. Red mit deinen Freunden über deine Probleme. Wenn du aber jemand bist, der seine Probleme lieber mit sich selber ausmacht, so wie ich, dann schreib deine Probleme auf. Schreib all deine negativen Gedanken auf ein Blatt Papier. Am besten, bevor du schlafen gehst. Aber ganz wichtig ist, schreib nicht nur negative Sachen auf, sondern auch ein paar positive. Das Gute ist, wenn man das am Abend macht, kann man viel entspannter schlafen. Healthy Body, Healthy Mind. Wenn unser Körper gesund ist, ist oft auch unser Hirn gesund. Finde eine Sportart oder einfach eine Aktivität, die dir gut tut. Sei es Rennen, Yoga, Velofahren oder den nächsten Gipfel erklimmen. Was auch immer. Hauptsache, du bewegst dich. Denn sobald du ins Schwitzen kommst, schaltet dein Hirn ab und du fühlst dich ganz einfach viel befreiter. Triff Entscheidungen. Schieb deine Entscheidungen nicht immer raus. Oft ist das die einzige Möglichkeit, um deinen Stress loszuwerden. Wir schieben viele Entscheidungen einfach raus. Wenn du dich täglich fragst, ob du den Job kündigen sollst oder eine Beziehung beenden, dann führt das zu Stress. Oft tendieren wir dazu, Entscheidungen rauszuschieben, aber innerlich zerfrisst es uns. Lass ganz einfach auf dein Bauchgefühl und entscheide dich noch heute. Oft wissen wir schon lange, was das Beste für uns wäre. Aber wir schieben es immer raus und sagen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Aber genau wenn du das sagst, dass jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist, dann solltest du es eigentlich machen, weil du weißt schon lange, was das Beste für dich ist. Es gibt Sachen im Leben, die können wir einfach nicht kontrollieren. Du kannst rechtzeitig aus dem Haus gehen, damit du pünktlich am Termin bist, stehst am Bahnhof und der Zug hat Verspätung. Jetzt kannst du dich entweder extrem darüber aufregen oder du kannst einfach ganz ruhig bleiben und denken, okay, ich kann es nicht beeinflussen, jetzt nutze ich die Zeit, um etwas anderes zu machen. Zum Beispiel gerade etwas, was wir jetzt im Video gelernt haben, schau deine To-Dos an, und wie du deine To-Dos kannst planen, damit sie kannst erledigen kannst. Oder nutze die Zeit einfach, um ein gutes Hörbuch zu hören. Sobald du akzeptierst, dass nicht alles steuern kannst, wirst du automatisch viel gelassener sein. Und vergiss nie, bis jetzt hast du jeden schwierigen Tag zu 100% überstanden. Im nächsten Video rede ich über Less Clutter. Wenn du das Video nicht verpassen willst, dann klick jetzt auf Abonnieren und lass die Glocke läuten. So, das war es wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch und schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr macht, wenn ihr gestresst seid. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal
Ciao zusammen.